Hey ho, meine Freunde der Dunkelheit, ich bin der Rachan und ja, ich möchte euch über ein paar Dinge mitteilen. Zwar einmal die neuen, ja, wie soll ich sagen, Events oder Neuigkeiten in Kombinanz. Außerdem gibt es auch noch, ist nun das Gewinnspiel zu Ende. Mit anderen Worten, ich habe jetzt die Gewinner auserwählt. Es haben leider nicht so viele mitgemacht, wie erhofft, aber zeitgleich haben doch ein paar Leute mitgemacht, wo ich dachte, wow, nicht schlecht. Und deswegen, ich habe das Gewinnspiel ein wenig erweitert. Ich habe ja gesagt, einer gewinnt etwas im Wert von 3000 NX und irgendeiner per Zufall wird dann nochmal rausgesucht. Der darf sich auch etwas für 1000 NX aussuchen. Wie gesagt, es war ein kleines Gewinnspiel und naja, aber auf jeden Fall war ich so begeistert von zwei Leuten, dass ich dachte, dass ich die beiden als Gewinner aussuche. Gebe ich halt nochmal im Gewinnspiel einen oben drauf. Und zwar, die Gewinner sind einmal. Moment, Xvekwai, keine Ahnung, es wird ja gar wahrscheinlich dann auf dem Bild einfach aufblinken, dann seht ihr den Namen. Er hat mir auf Facebook ein kleines Skript aufgeschrieben und dieser Skript war überraschend faszinierend gut. Ich war echt begeistert davon. Da hat man gesehen, er hat sich Gedanken gemacht, er hat sich Mühe gegeben und das soll belohnt werden. Deswegen, herzlichen Glückwunsch an dir. Du kannst wie im Gewinnspiel schon gesagt, sucht ihr irgendwas aus, das irgendwie 3000 bis zu 3000 NX ist, sei es ein Super Great Mystery, wie hier gerade im Bild zu sehen. Was gibt es hier eigentlich so Neues? Oder was kann man hier eigentlich kriegen? Oh, Elle, die neuen Charakterin. Dazu kommen wir ja später nochmal zu sprechen. Und ja, wie gesagt, sucht ihr irgendwas aus. Es kann drei oder vier simple Items sein, die irgendwie sowas. Halloween Sickle, wenn du magst oder so für einen Tag oder so. Auf jeden Fall bis 3000 NX darfst du dir was Schönes aussuchen. Ja, wir hatten ja schon öfters bei Facebook geschrieben gehabt, deswegen schreib mir eine persönliche Nachricht oder hier in den Kommentaren, was du haben willst. Du darfst dir was aussuchen und ja, bis zu 3000 NX schenke ich dir was. Und der zweite Gewinner ist X-Baiko. Ja, X-Baiko. Du hast auf jeden Fall auch was verdient. Denn du hast mir Thumbnails erstellt gehabt für die YouTube-Videos. Ich habe ja gesagt zum Gewinnspiel irgendwas, was es mit den Channels zu tun hat. Oder mit dem Review von Gormstone, was dann hoffentlich erscheinen wird, rechtzeitig am 31. Sei es ein Thumbnail, ein Skript oder sonst irgendwie was. Und du hast mir zwei Thumbnails gleich gegeben. Und das soll auch belohnt werden, denn das erfordert auch viel Arbeit, wie ich es mir vorstellen kann. Gerade im Bild eingeblinkt, die zwei Subnates. Vielen Dank, auch du, dass dir was bis zu 3000 NX aussuchen fall. Und ja, ich bedanke mich herzlichst dafür, dass ihr mitgemacht habt. Außerdem habe ich über die Internetseite random.org einen zufälligen Gewinner rausgesucht, hier gerade im Bild zu sehen. Ich habe einfach jeden, der in den Kommentaren etwas geschrieben hat, aufgelistet. Waren nicht viele. Und ich habe die, die schon bereits gewonnen haben, auch rausgenommen, weil das ist sonst unfair, ne? Wer weiß, vielleicht gewinnt ihr ja nochmal das. Nein, wir wollen ja einen zufälligen Gewinner nochmal dazu rausholen. Und Baran Bokashkaya hat, hoffentlich habe ich den Namen richtig ausgesprochen, hat über den Zufallsgenerator gewonnen. Auch du, schreib mir am besten eine persönliche Nachricht oder wenn du willst, auch öffentlich in den Kommentaren, wie du es willst. Schreib mir, was du haben willst. Irgendwie eine Waffe für einen Tag oder so Highfrag für 2 Tage. Keine Ahnung, so als Beispiel jetzt, ne? Bis zu 1000 NX schenke ich dir auch was. Ist nicht viel, aber eine kleine Geste. Klicken wir auf Gift und dann zack, zack, zack. Müsst ihr mir natürlich auch euren Ingame-Namen schreiben. Also von den beiden habe ich ja schon die Ingame-Namen. Aber von dir brauche ich dann halt und dann gifte ich euch halt irgendwas. Je nachdem. Also wie gesagt, schreibt mir, was ihr haben wollt und das werde ich euch dann giften. Vielen Dank, dass ihr beim Gewinnspiel mitgemacht habt. Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Ich hätte mich mehr gefreut, wenn mehr mitgemacht haben hätten. Aber meine Erwartung war zeitgleich bei Weitem übertroffen, weil bei den wenigstens auch noch qualitativ was dabei rausgekommen ist. Das finde ich super. Ja, deswegen ein herzliches Dankeschön. Und ja, dann sehen wir uns gleich in-game, denn ich möchte noch einige Sachen zu Common Arms sagen. Vorher, bevor ich zu Endgame switche, es gibt ja dieses neue System. Moment, wo war das? Zwar Booba Secret Stash.
wo man hier irgendwie was, irgendwas wegen Items bekommen kann. Ich habe das noch nicht ausprobiert, ich habe es auch noch nicht verstanden, wo ich das zum ersten Mal durchgelesen habe. Man kann hier irgendwie Punkte sammeln oder irgendwie per Random irgendwelche Items rausholen. Und da gibt es noch sowas wie mit bei 600, keine Ahnung. Wir wollen es mal gleich mal austesten einfach. Vielleicht kriegen wir ja Punkte, indem wir halt in-game irgendwie was erspielen. Muss ich gleich mal sehen, ich weiß es noch nicht. Dazu habe ich, ich habe das auch nur so ein bisschen überflogen, deswegen, dazu kommen wir dann gleich. Also, Rest unterhalten wir uns dann in-game. Bis gleich. Hey ho, da sind wir wieder und nein, ich drücke auf 0, Muttergehen will ich nicht einsetzen. Ja, Quarantäne, ich bin eigentlich dabei, noch Gameplay für das Ghost Town Review zu sammeln. Aber es ist, oh Gott, es geht schon los. Ganz ehrlich, verdammt. aber mal ehrlich, es gibt so gut wie keine Räume mit Ghost Town und ich habe gerade echt, wie soll ich sagen, ungefähr 10 Minuten, vielleicht länger, vielleicht weniger, sagen wir mal gefühlt 10 Minuten habe ich auf jeden Fall einen Raum erstellt und gewartet, es kam einfach keine gottverdammte Sau. Oh, das wird jetzt noch ätzend, bis zum 31. noch brauchbares Gameplay zu sammeln. Oh, da habe ich ein bisschen Bange, dass nur deswegen dieses Video sich verzögert. Und ja, naja, deswegen gebe ich hier mal an dieser Stelle so eine Preisfrage. Habt ihr morgen, den Donnerstag, das müsste der 29. oder der 30. sein, Donnerstag, das müsste der 30. sein, ja. So zwischen 15 Uhr und 17 Uhr. Vielleicht mit mir zu zocken, Quarantäne auf Ghost Town, so ein bisschen Gameplay sammeln, das wäre richtig geil, wenn da irgendwer mitmachen würde. Dann kann ich so auch noch ein bisschen Gameplay sammeln, denn ich brauche das dringend, sonst wird das schwierig. Wie gesagt, ich habe jetzt einfach keine Sau gefunden, die das spielen möchte auf Ghost Town. Und ja, und deswegen bin ich jetzt einfach irgendwo reingegangen, in diesem Fall Quarantäne in Shot Hughes. Ja, ich bin übrigens ein Quarantäne-Napp. Kann man nicht anders dazu sagen. Aber ich versuche mein Bestes. Ich habe absolut keine Ahnung, wie, wo, was Sache ist. Zumindest hier auf Shot Hughes nicht. Wenn ich Quarantäne gezockt habe, dann Ghost Town oder Overdose. Da weiß ich halbwegs, wie man spielen sollte, sage ich mal. Ja, naja. Also wäre richtig geil, wenn ihr da Bock hättet. An dieser Stelle kann ich ja nochmal meine Raidcore-Daten geben. Ich bin zwar da extrem selten drin, aber so mit Fans zu zocken, das wäre richtig geil. Dann hätte das ja wieder einen Sinn. Ja, aber gehen wir nun zurück zu dem, was ich eigentlich erzählen wollte. Und zwar habe ich schon vorhin über diesen Booba Secret Stash geredet, wo ich absolut keinen Plan habe, wie, wo, was ist. Wie soll das funktionieren? Keine Ahnung. Deswegen, vielleicht sammelt ja man Punkte, indem man irgendwie in-game was, warum der ihn jetzt gekickt hat, weiß ich nicht, egal, ich enthalte mich jetzt einfach. Auf jeden Fall, ob man irgendwie pro Spiel irgendwie gewisse Punkte kriegt und dann man da irgendwie was erstellen kann, oder man wirklich diese 600 oder 400 NX war das, glaube ich, ausgeben muss, damit man da irgendwie diverse Items mitbekommt, weiß ich nicht, ich sehe es nach der Runde, ich drücke die Taste 0, denn ich will kein Muttergehen anwenden, wir laufen einfach mal hier nach oben. Hier gibt es doch bestimmt irgendwie was. Zack. Legen wir mal hier die Minen hin. Oh Gott. Dieser Hurensohn. Hat der mich wirklich mit einer Nate treffen wollen? Nein! Ah, ich Idiot! Der hat doch vorhin die Nate reingeworfen. Ah, da waren die Minen ja schon angeschwächt. Ah Gott, peinlich. Was mache ich da? Ja, ich sein Vollidiot. Ganz großes Vollidiot, ich sein. Ah Gott, verdammt. Na gut, aber dadurch, dass ich ja jetzt tot bin, kann ich ja mich weiter... Hat er echt eine KD von 3,04? Hat er KD-Reset gehabt oder so? Egal. So... Dieses Booba Secret Trash, keine Ahnung, wie das funktioniert. Einmal auf 0. Und, auf Short Fuse haben sie wohl für Quarantäne extra das so geändert. Das scheint wohl länger schon der Fall zu sein. Das ist mir persönlich aber neu. Toll. Mache ich das jetzt am besten? Ich lege einfach hier ganz simpel. Ah, ich natürlich. Oh, nee. Ah, okay. Wie mache ich das jetzt? Da
Hallo? Ich will dich! Komm her! Natürlich! Na? Hallo? Hallo, mein Schatz. Ich liebe dich. Komm her. Nein, das Minen, da laufe ich jetzt nicht rein. Was soll ich machen? Kurz mich ein bisschen rängen. Nein! Full Dive! Aus! Oh, ich habe Angst. Nein, 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 nein. So. Mamuschka, nichts überall! Okay, das ist lustig. Null. Gott, Alter, wo soll ich hin? Ich hab keine Ahnung. Ich lege einfach Vollkast konkret hier in meinen Minen hin. Ja, diesmal schieße ich nicht drauf, wer weiß. Na, hier irgendwo einer? Nein. Gott, ich hab Angst. Ja. Wie man jetzt mit diesem Secret Strange da irgendwie Punkte sammelt, sehe ich dann nach der Runde. Und ja, dann gibt es halt noch eine neue Söldnerin. Und zwar Ele oder Elle. Ein neuer Charakter, mit der man aber derzeit nur mit Miss Gear die rausbekommen kann. Eine sehr, sehr attraktive. Boom! Meiner! Sehr attraktiv, dieses Mädchen. Auf jeden Fall, zumindest was man in-game so sagen kann. Sehr nett, auf jeden Fall. Würde ich gern mit der mal spielen. Ja, ist nur die Frage, ob ich die jemals mal bekommen sollte. Ich mache mal meine Falle nochmal hier schön. Zack. Dann natürlich ich! Natürlich! AFK, okay. Ja. Hi. Nein, was? Das ist eine Lüge. Ich hab die Falle. Ich hab den doch getroffen. So, geht doch. Dann sind die ab November die GP-Pässe wieder da. Außerdem gibt es nun diese Coupons, diese Rabattcoupons, wo man jetzt momentan als Event. Hallo? Komm her, komm. Wo man als BAM! Da bin ich in die Luft geflogen. So. Auf jeden Fall Coupon, wo man halt, wenn man jetzt als Einlog-Event sozusagen, kriegt man jetzt immer 20% Rabatt auf, keine Ahnung, irgendwelche NX-Items, wer es braucht. Oder beim Level-Up. Wenn man eine Level-Up erreicht, dann kriegt man ebenfalls einen Gutschein und der ist sogar auf 50%. Da werde ich sogar vielleicht eventuell mal zuschlagen. 50 Rabatt ist gar nicht mal schlecht. Oh. Pfui. Schade. Nein, ich will nicht. Lass mich in Ruhe. Da. Er hat nicht mehr viel, er hat nicht mehr viel. Nein, lauf! Komm schon! Nein! Wie viel Leben hat die Ratte? Der ist gestorben, was? Nicht von mir! Das ist doch unfair, das ist eine Lüge! Und da bin ich. Down. Ja, okay. Neue Charakter habe ich erzählt. Couponrabatte, habe ich erzählt. Beginnen wir mit der zweiten Runde. Ja, ich bin in den Raum einfach geblieben und... Scheiße, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Oder womit ich als letztes aufgehört habe. Ich habe auf jeden Fall über die Coupon-Rabatte geredet. Über Login-Dingens. Verdammt, ich bin aus dem Konzept gekommen, leider. Aber ich versuche jetzt einfach... Oh Gott, wo bin ich denn hier? Machen wir mal hier, ganz simple. Sag schon, laut Entwicklerblog gibt's... Ey, warum ich... Und schon sehr viele zu Zombies geworden, wie ich sehe. Bye, bye. Nein. Pfui. Da ist auch einer. Alter! Geh doch. Ah, komm her. Bei Fuß, bei Fuß, bei Fuß, bei Fuß! Nein!
Geht doch! So, hier mich kurz herrengen. Dass man, während man spielt und dann über die gewissen Sachen reden will, kommt man richtig aus dem Konzept. Man wird echt durcheinander. Wenn man nicht multitaskingfähig ist, ist das ein dickes Problem! Nein. Komm her! Yeah! laut Entwicklerblog. Der so ein Heini da, ich habe mir jetzt den Namen nicht aufgeschrieben, hat gepostet gehabt, dass er irgendwie heute gespielt haben sollte, und es gab irgendwie Beschwerden über Hacker und Ragekicker und hast du nicht gesehen. Und dass sie gerade dabei sind, da gegen was zu unternehmen. Ja gut, werden wir sehen, was die Zeit so bringt und ob es auch wirklich hilft. Über eine andere Nachricht habe ich mich mehr gefreut, und zwar, dass die GP-Pässe wieder da sind. Halleluja, das finde ich richtig gut. Und es auch wieder diese GP, sag schon. Flammenwerfer. Das finde ich aber scheiße. Na? Ja, okay, der wurde auch gekickt. Finde ich auch gut. Da sage ich sogar F5. So. Nein, ich drücke auf 0. Jetzt bin ich schon wieder aus dem Konzept gekommen. Was ist das? Zack. Legen wir hier die Minen hin. Oh, Gott sei Dank. So. Soll sich mal hier ein Zombie reintrauen? diese GP-Regular-Dingens sind zurück auch wieder. Also die Sache mit GP halt. Dass man wieder mit bisschen mehr GP-Farm kam etc. sind wieder da. Das finde ich richtig gut. Weil seit dem neuen Wirtschaftssystem, man hatte ein paar GP-Schwierigkeiten, sage ich mal. Zumindest für Spieler wie ich, die absolut nicht suchten können, weil sie kaum Zeit haben. Deswegen ist das eigentlich sehr geil. Na? Okay. Wollte der da reinjumpen? Soll das ruhig nochmal versuchen. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. God fucking damn it. Oh Gott, ich habe Angst. Nein. Stopp, Kartoffel! Scheiß Geist! Nein, du kriegst mich nicht! Hi! Hilf mir! Komm schon! Nein! Fast! Fast hätten wir es geschafft! Fast! Ja, bring mich um. Wenn man ein Level Up erreicht, bekommt man jetzt, wurden die Belohnungen dafür sozusagen aktualisiert. Man kriegt jetzt mehr GP oder sowas. Ich weiß es nicht. Ich stehe kurz vor dem Level Up. Ich bin jetzt gerade bei 93. Deswegen, irgendwann werde ich ein Level-Up-Game machen und dann werden wir ja genauer sehen, was für Belohnungen da rausfallen. Auf jeden Fall meinten sie, man kriegt jetzt halt mehr GP. Freue ich mich natürlich. Aha. Hallo. Hi. Und boom, da liege ich. Sehr gut, ich kann jetzt wieder auf meinen kleinen Spickzetteln durchlesen, was wollte ich nochmal sagen. Und ja, es gibt jetzt heute, 29. bis morgen am 30. von 17 Uhr bis 17 Uhr 100% EXP und GP-Bonus sozusagen. Wer das ausnutzen will, der sollte das jetzt machen. Deswegen, wie am Anfang des Videos schon gesagt, wer Lust hat mit mir morgen am 30. von 15 Uhr bis 17 Uhr zu zocken, um ein bisschen Gameplay für Ghost Town zu sammeln, ich wäre... verarscht. Egal, auf jeden Fall, ich wäre richtig froh, wenn da jemand dabei ist. Und so hätten wir auch 2 Stunden Zeit, ein bisschen den Bonus auch auszunutzen. Wer also Lust hat, sei dabei. So. Wir laufen mal hier ganz sexy nach oben. Zack. Oh, ich wette, dass er zum Zombie wird. Oder ich. Einer von uns. Das ist immer so typisch. Und? Nein, aber da hinten. Nein! Nicht nur, dass er schon voll gestorben ist, bevor ich abgeschossen habe, dann schieße ich auch noch auf seinen Rücken und mache mir selber Damage. Oh, egal, hier sind wir sicher.
Nachladen. Zack. Zack. Das wird lustig. Falls sich hier jemand hochtraut, der stirbt. Da hinten! Was? Wie? Die Rakete war aus dem Fenster schon. Also, wie? Das nenne ich Bullshit. Dark Heart? Wer ist das denn? Wie war denn das nochmal mit Whisper? Es war irgendwie Schrägstrich. Upsala. Alter! Nein. Feststelltaste aus. Dankeschön. Ist ja interessant. Schwer interessant. Dieses Schrägstrich in der Seite macht er bei mir nicht. Oh! Ha! Okay, ich habe es irgendwie geschafft, bei mir auf die amerikanische Tastatur zu wechseln. Great! Muss ich nachher mal gucken, wie ich das ändere. Das weiß ich nämlich aus dem Kopf nicht. Ich kann dir gerade leider nicht antworten. Ich habe es irgendwie... Ich weiß, es gibt hier eine Taste, wo man, wenn man darauf auszusehen drückt, dann ändert es sich von der Querz zur Querti-Tastatur. Und das ist natürlich jetzt ärgerlich gerade. Jetzt kann ich ihn nicht zurückwispern. Weil ich keine Ahnung habe, wie es bei der Querti-Tastatur ist. Und? Gut, keiner von uns. Ausgezeichnet. Wehe, ich sterbe schon wieder durch Suicide-Raketenwerfer. Es ist ja halt leider nicht so, dass wenn man mit der Rakete auf den Boden schießt, man plötzlich höher springt. Nein, hier stirbt man. und Feuer frei! Feuer! Alter, nein! Es geht denn da ab? Deswegen schwächt man die Minen an. Ich habe mich gerade total verdrückt. Oh, dieser Darkheart war hier in den Raum drin, ne? Verstehe. Boom! Das war lustig. Ich bin gerade komplett raus. Ich habe schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Spickzettel ist für den Arsch, weg damit. Ja. Egal, sei es drum. Also, ich habe alles gesagt. Die Gewinner stehen fest zu meinem kleinen Gewinnspiel. Und ich hoffe, dass irgendwie morgen jemand dabei sein wird von 15 Uhr bis 17 Uhr mit mir Ghost Town zu zocken. Ansonsten wird es... Oh, du! Kannst du nicht dein... Warum musst du ausgerechnet dann, wenn ich schieße, kurz nach rechts gehen, damit ich deinen beschissenen Kopf... Ah! Naja, was soll's. Was? Wie ist die zum Zombie geworden? Fragen über Fragen. Naja, was soll's. Ich habe eigentlich alles gesagt. Vielen Dank fürs Zugucken. Ihr könnt noch ein bisschen das Gameplay mitgenießen. Diese Runde spiele ich auf jeden Fall noch zu Ende. Gewinner stehen fest. Wer morgen Lust hat, spielt dabei. Raycore-Daten in der Videobeschreibung. Und sonst kann mir eigentlich nur noch eines gesagt sein. Und zwar, hoffentlich schaffe ich das wirklich, das Ghost Town Review zum 21. fertig zu kriegen, weil, wie ihr schon mitgekriegt habt, oder ich schon heute gesagt habe, es spielt keine Sau mehr diesen Ghost Town Quarantäne, was ich sehr schade finde. Das war früher mein absoluter Lieblings-Zombie-Map-Modus sozusagen. Ja. Wir sehen dann mal, boom, nice Nate. Wir sehen dann mal, wie es dazu kommt. Ansonsten muss ich halt mit dem Bearbeiten ein wenig improvisieren. Und ich werde sehr wahrscheinlich eine Nachtschicht schieben müssen, um das Review fertig zu kriegen. Und gewonnen. Huhu. Ja. Auf 0. Ich setze die Mutagen nicht ein. Wo bin ich hier? Ah, ich bin hier. Okay, okay, okay. Dann packe ich die Minen hier hin. Man sieht, ich habe... keine mögliche Strategie, was soll's. Mhm.
Einer von uns? Nein. Ausgezeichnet. Kann hinter mir eigentlich einer kommen? Ja, theoretisch schon. Volle Konzentration. Volle Konzentration. Ist immer schwierig, ich weiß nicht, was ich sage. Yeah! Okay, meine Reaktionszeit war praktisch null. Aber die Minen haben gute Arbeit geleistet. Okay. Ich bleib weiterhin hier. Meine einzige Schwachstelle wäre die Tür links, aber damit habe ich ja jetzt keine Probleme, denn die Runde ist ja schon zu Ende. Nächste Runde. Auf null. Hier bin ich, okay. Upsala, jetzt bin ich runtergefallen, das wollte ich eigentlich nicht. Packen wir hier randommäßig einfach irgendwo auf der Straße die Minen. Und hoffe, dass ich nicht zum Zombie werde. Sehr gut. Okay, anscheinend ist da oben einer Zombie geworden. Einfach willkürlich reinfeuern! Upsala. Jetzt habe ich mit meinem Raketenwerfer seine Mine ausgelöst. Hoppla. Das war nicht meine Absicht. Aber ich find's irgendwie lustig. Okay. Wo ist er hingelaufen? Okay, schon vorbei. Ja. Null. Laufen. Wo bin ich hier? Ich bin hier. Packen wir hier in der Treppe ein paar Minen. Ja, eine KS-Mine. Ah, natürlich. Gut, ich sprinte in meinen Tod. Hallo? Oh, ich bin so tot. Hallo? Komm. War klar, dass ich sterbe, aber dass ich dabei einen geholt habe, da finde ich super. Fünf für die Menschen, einer für die Zombies. Okay. Na, schon scheiße als Zombie, wenn man nur die Hände benutzen kann und man den Gegner einfach nicht treffen kann. Das ist ätzend. Jo, sprinte. Anscheinend sind Mutagen hier erlaubt. Ich will sie trotzdem nicht einsetzen. Und kriegst ihn, komm. Okay, er will auch in den Tod laufen. Schade. Wie habt ihr den nicht getroffen? Also. Später als nie. Besser später als nie. So. Wie wär's, wenn er mal ein bisschen stehen bleibt, um sich seine HP zu ringen? Ja, und da liegt er. Die Runden oder die komplette Showdown, sag ich mal, dürfte ja gleich vorbei sein. Nur noch zwei Runden. Danach seid ihr von diesem Commentary befreit. Es sei denn, ihr klickt schon vorher weg. Kann natürlich auch passieren. So, die Minen liegen wir mal hier. Und wer wird Zombie? Ich natürlich. Meiner. Ha. So. Okay, der hat sich selbst in die Luft gejagt, wie es aussieht. Gut. Warten wir hier ein bisschen. Und füllen unsere HP auf. Ah, da haben wir dich gesehen, mein Freund. Da. Gott damit! Nein! Wo ist er? Ich sehe.
Er war gerade vor mir und plötzlich ist er weggesprungen und ich kam gerade auf mein Leben nicht klar. Naja, ich bin auch gestorben. Naja, egal. Ja. Das dürfte gleich zu Ende sein. Und? Ne, die springen. Haben keine Lust, da oben zu kämpfen. Der wurde erwischt. Wären sie mal oben geblieben. Und Infected win. Ja. 0. Dann ist das jetzt die finale Runde. Mal schauen, wie das enden wird. Bestimmt nicht gut. Na, oh, natürlich ich. Na gut. Keine Ahnung, wo ich hinlaufen soll. Oh, Mine. Ja. Hallo. Na los, verwerft eure Nades. Hallo. Komm her. Hui. 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 Oh, da oben. Raffiniert. Sehr raffiniert. Aber ich muss jetzt aufpassen. Na? Hi. Oh Gott. Ui! Na, war ja klar. Geil! Das funktioniert auch für Zombies, diese Medipacks. Okay, wie bist du da hochgekommen? Oh, verdammt. Jetzt bin ich runtergejumpt. Ich versuche irgendwie so mit so einem... Nein, das funktioniert nicht. Oh, spring doch. Nee, das funktioniert auch nicht. Wie ist er da hochgekommen? Na, 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 na. Na? Verschieß deine Munition, komm schon. Hui. Und jetzt, lauf, 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 lauf. Hi. Zack. Bisschen warten, einfach warten. In der Ruhe liegt die Kraft. Na, wird der gejagt? Schade. De. Hallo. Wie sind die alle da hochgekommen? Wie geht denn das? Einfach durch das Fenster? Anscheinend. Nur noch 20 Sekunden. Das ist problematisch. Hi. De. Ha, wie sollen wir die kriegen? Dieses blöde Autotourette! Ihr kriegt mich nicht! Oh, die Zeit ist abgelaufen. Na gut. Ich bin nicht gestorben. Vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss!